Das Stühlerücken beim VfB Stuttgart geht weiter. Zieht sich aus dem VfB-Aufsichtsrat zurück. Hermann Imago Images mit Aufsichtsrat Hermann Ohlicher plant die nächste Führungskraft des Traditionsclubs aus dem Schwabenland, allerdings nicht im Zuge der Datenaffäre, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Seit Oktober 2016 gehört der Meisterspieler von 1984, der 1977 auch am Bundesliga-Aufstieg beteiligt war, dem Gremium an, das er jetzt aus gesundheitlichen Gründen zu verlassen gedenkt. Ohlicher, der zwischen 1973 bis 1985 für die Stuttgarter insgesamt 460 Pflichtspiele bestritten und dabei 157 Tore erzielt hat, war schon in den jüngeren Vergangenheit nur noch selten in der Funktion des Aufsichtsrats im Präsidialrat, dem außerdem seine beiden Aufsichtsratskollegen Wilfried Bort und Bernd Geiser angehören, wurde der 71-Jährige zuletzt von Rainer Adrian Fett George Moisseides so lange laufen die Verträge der Bundesliga.